Hallo YouTubies und herzlich willkommen zu Folge 8 von Let's Play Crusader Kings 2. Die letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her. Ich habe keine Ahnung wie viel. Wochen auf jeden Fall. Genau im richtigen Zeitpunkt, als Biohazard von uns dieses gerade frisch eroberte Land übernommen hat. Biohazard, unser Sohn. Biohazard, der Festliche. Ich habe es einmal gesagt, ohne dabei zu lachen. Mehr schaffe ich nie. Unser Regent mit 70 Jahren wird bald das zeitliche Segen, wie wir wissen. Immerhin, er hat was geschafft in seinem Leben. Er hat Land erobert und dann an seinen unfähigsten Sohn gegeben. Sein Jüngster ist im Alter von 2 Jahren verstorben. Grüße an Eisenseele. Aber immerhin, Jayla gibt Grund zur Hoffnung, denn die ist da oben verheiratet mit einem Mann, der nur geringfügig 2 Jahre älter ist als sie. Haben die schon Kinder? Ja, einige. Ich habe einen Enkel namens Langwarette. Mhm. Und Dumnarten. Mhm. Gut, was habt ihr denn hier eigentlich für... Ich kann nicht gucken, seid ihr garantiert auch Sohn ist hier... Meinung, wieso hast du eine schlechte Meinung über deinen Großvater? Weil du ihn nie gesehen hast. Das könnte einiges erklären. Aber gut, du gehörst eh zu meinem Familienstamm, unserer Dynastie. Das Haus von Tykanarien. Keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Wir wollten irgendwas erobern, richtig? Wer ist hier wo? Häuptling oder Gelände? Interessiert mich gar nicht. Das hier finden irgendwelche Kriege statt, am Rande von was auch immer wir hier nicht beobachten. Wir wollen Saphir erobern, richtig? War da nicht was? Was machen denn unsere ganzen Leute hier? Du bist in Saphir, genau. Und zwar mit Ansprüchen regieren. Sehr gut. Haben wir schon Anspruch auf Saphir? Ich glaube nicht, ne? Verteidigt, verteidigt. Wir werden also abwarten müssen, was des Weiteren passiert. Jo, ist vielleicht ein bisschen schnell hier. Weihnachten ist vorbei. Tja, das Leben ist hart. Im Moment können wir nicht sehr viel tun. Ja. Tantenpolt, alles unhöflich. Das machen wir das nächste Mal. Wenn Afnaterve, unser Sohn, mit Alter von 50 Jahren übernimmt und dann wahrscheinlich sehr bald in den Krieg ziehen muss. Immerhin, der Sohn, der autogeneriert ja schon war, ist durchaus des Krieges fähig. Auch wenn seine persönliche Kampffähigkeit nicht so... Betagt minus 15, verdammt, dann ist... Also du führst kein Militär, mein Freund. Aber 600 Prestige, wenn ich die kriege, ne, da kann man schon ein bisschen was mit anfangen. 1116. Mhm. Die Folge haben wir keins, weil Biohazard ist quasi unabhängig von uns. Und wir haben 30 Schiffe. Das ist schön. Schön, 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 schön. Die Kanarischen Inseln entwickeln sich langsam. Mhm. Können uns nichts leisten. Kohle geht uns aus. Kein Prestige. Keine echte Pietät. Und wir warten bis irgendwann einmal. Irgendwann einmal Anspruch auf Saphir besteht. Feindlich gegenüber Sultan Nisan. Verteidigt gegen Emir. Verteidigt gegen Tagfin, der Abschalter. Gegen wen? Achso, da. Ja, dann verteidige du mal. Und sobald der weg ist, kann ich das irgendwann immer übernehmen oder nicht. Wer bist du hier eigentlich? Großhäuptling Agafai von irgendwas. Ifni. Wäre auch schön. Übernehmen wir. Zu was gehörst du? Keine Ahnung. Ja, ist ein bisschen viel. Und mit 2000 Mann muss ich mich jetzt auch nicht zwangsläufig anlegen. Obwohl, sag mal, führst du irgendwelche Kriege? Tributstaat von Sultan Amenai von dem? Du bist... Das alles ist Tributstaat von dem hier oben. Oh, Mann. Wieso lege ich mich mit dem an? Mich behämmert? Weil dein Lehnsherr noch so ein kleines Kind ist, das sterben kann. Sehr gut. Regent? Wer ist der Regent hier? Sag mal, was hast du für eine Meinung? 119. Warum? Kinder sterben manchmal. Nee, das lohnt sich. Ich wüsste gar nicht, warum ich den ermorde. Dann wäre ich noch erwischt dabei. Dann bin ich dran. Also ich glaube nicht, dass die Kanarischen Inseln in allzu großer Zeit hier die Welt erobern, ne? Naja. Wir haben es ja nicht eilig, ne? Wo ist denn unsere gute Jayla eigentlich im Moment? Ein ganzes Jahr vergangen, stelle ich gerade fest. Und wir sind 71. Immer noch nicht tot. Jayla, wo bist du denn gerade? Irgendwo im Nirgendwo. Nun geht's rund. Tja, ich war klar, wir sterben. Ihr habt einen neuen Erben. Sollte euer Charakter nun sterben, werdet ihr fortan als Son Samas Ibn Afna... Was? Wer? Ja, warum? Wer bist du? So, Nachfolger... Ach so, der Sohn von Afnaterre. Das werden wir gleich mal ändern.
Häuptling gehören danach. Achso, nee, kann ich aber nicht. Wenn ich Biohazard auswähle, dann habe ich ja nur dieses kleine Zwergreich. Aber das wäre immer noch eine Option. Ob ich die Kanarischen Inseln habe oder das da. So weit entwickelt sind wir noch nie. Häuptling Guanareme starb im Alter von 71 und schlemmt nun mit den Göttern. Was? Er starb eines natürlichen Todes im Alter von 71 und das auf den Kanarischen Inseln. Guanareme war überaus wohltätig und bedachte Freunde und Verwandte freigebig mit Geld. Im Jenseits ist er nun auf alle Zeiten mit die Ahnen vereint. Aha. Häuptling Anatea wird, da er viele Fertigkeiten gemastert, wenn du nach ihm sicherlich fern. Lang lebe Häuptling Anatea. Sehr schön. Und Pause. Neue wichtige Entscheidungen. Ahnenverehrung. Ja, von mir aus. Ihr habt entschieden, den Schrein im Heiligen Hain aufzusuchen, um euren Ahnen ein Opfer darzubringen, damit sie euch ihre Hilfe nennen. Welchen Wunsch habt ihr in eure Vorfahren? Haben wir in unserem Kerker eigentlich gerade jemanden? Ich frage nur mal so. Haben wir irgendjemanden eingenommen? Wie finde ich das raus? Wo war das? Gefangene 0. Oh, das ist schlecht. Na, dann muss wohl irgendjemand am Hof starten, glauben. Was wünscht sich denn der Afnater? Ein langes Leben wäre ein bisschen... Freundschaft ist egal. Leite mein Schwert auf... Das klingt gut. Das brauche ich. Krieg ist immer gut. Den führen wir nämlich als nächstes. Bald, 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 bald für den Krieg. Ah, ich muss mich mit dem Mausrad hier ein bisschen... Oh, so, genau. Wie sehen denn die Beziehungen von Biohazard zu seinem Bruder aus? Halbbruder, von mir ist auch das. Stimmt. Meine über mich minus 2, das geht nicht. Bündnisschmieden. Führt er gerade irgendwelche dümmlichen Kriege? Starker Anspruch auf Ländereien, das umso mehr. Häuptling von Billumkrähen. Agnatisch. Afnaterve. Ach, ich würde das erben, wenn du stirbst. Moment. Biohazard, dein Halbbruder, kann dich nicht ausstehen. Besonders, weil du mit dir kampfig. Wollen wir uns zum Teil herausfordern? Anfängliche Verschwörungsstärke 106%. Ich habe das noch nie gemacht. Wochen seit der letzten Aufnahme. Das machen wir als erstes. Alles, was wir 7 Folgen aufgebaut haben, einreißen. Okay, das muss ich mir angucken. Eins nach dem anderen. Offene Rats. Wieso habe ich offene Rats? Ach du Scheiße, mit dem kompletten Rat neu besetzen hat. Gut, Großvisier. Wen haben wir denn? Diplomatie. Oh Gott. Gut, macht mein Sohn. Bis auf weiteres. Ansprüche visieren auf Safi weiter. Wird sich schon lohnen. Dann Marshall. Tabit. Sohn. Zeig ich mal her, den Sohn. Was hast du denn drauf? 20 Kampfkunst. Oh ja, ich habe ja gesagt, das wird irgendwann besser, aber ich brauche einen neuen Diplomaten. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Revolten unterdrücken, Truppen ausbilden, überverloren. 45% jährlich. Was geht jetzt? Kämmerer. Isam, Höfling in Kanarische Inseln. Von mir aus. Besser als nichts. Hofspitzel. Kantara, die Stammesführung von Kanarische Inseln. Ja, von mir aus doch. Oberster Wahrsager. Oh Gott. Dann, Gott, wo ist der Mist hier? Haben wir Befehlshaber befördert? Nein. Adlinger auf die Botan. Wie kriegen wir jetzt einen religiösen Spinner? Ich habe nicht mal Priorität. Ach du Scheiße. Wie lange dauert es, bis wir diese Pietät generieren? 0,12. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich brauche dringend Pietät. Dann müssen wir wohl oder übel Personal suchen. Und zwar ist mir eigentlich alles vollkommen egal. Hauptsache Hof beitreten. Ja. Was? Alle durchsuchen natürlich. Mit hoher, was ist das eigentlich? Bildung, ne? Garin Gabas Höfling, Häuptling von Musin in Taura, was? Wieso willst du beitreten? Wer bist du? Was soll das? Anhänger von Zumbumbura, Verschwörungstheorie, Verteidigung, Meinung. Meistertheologe, Intrige niedrig, Diplomatie, Verwaltung hoch. Fruchtbarkeit niedrig, sehr gut. Gelehrter, stolz, hinterlistig, gefällt mir nicht. Wohltätig, gesellig, zornig, kann ich mit Leben, feige, umso besser, paranoid, aber du hast nur 11. Hinterlistig, hast du irgendwelche Interessen? Du bist 32, nicht verheiratet. Komm, du wirst eingeladen. Mein Freund, du musst leider Gottes... Ja, ist gut, Georg. Einen Hof einladen. Jawohl, mach mal. Dann habe ich auch das Problem erledigt und ihr kriegt noch Aufgaben. Kämmerer, Bauaufsicht,
Stammansiedeln ist Blödsinn, zur Legende machen. Truppen, die wir. Naja, gut, wir brauchen sie ja sowieso alsbald, wenn wir Krieg führen. Aber ich weiß ja nicht, wann ich den Dings habe. Also. Mach erstmal Bauaufsicht bis weiteres. Hofspitzel, intrigieren, nee, Spitzelnetz aufbauen. Ein Technologiestudium muss ich machen. Ja, bitte. Mitten im Krieg ist immer eine gute Idee. So. Nachfolgenominierung. Was hast du denn für Kinder? Son Samas ibn Afnaterbe, 35. Den hat man schon gesehen, ne? Das ist der, der überhaupt gar nichts drauf hat, ne? Ist ja super. Super! Spitze! Der muss sterben. Gurnareme, guck mal, der ist so fähig. Son Samas Kinder sterben manchmal, auch wenn sie 32 sind. Tabitha ist fähig, das könnte ich noch mit leben. Amira, wer bist du denn? Hast du schon irgendjemand, von dem du lernst? Nee, ne? Gütig, geduldig, tapfer, gesellig, ehrgeizig. Wieso bist du ehrgeizig? Von wem hast du diesen Unfug? Wer sind wir denn eigentlich? Ein brillanter Stratege, Belagerungsführer, Gelehrter, ehrlich, fleißig, paranoid, zornig, lüstern, Durchfall. Bäh. Kantara. Achso, die habe ich gerade benannt, oder was? Ja. Meine Frau ist der Hofspitzel, das ist gut. Solange sie nicht gegen mich intrigiert, was hast du für eine Meinung über mich? Oh, zwei, das ist nicht viel. Da müssen wir dran arbeiten. Wir stellen fest, eindeutig der Falsche hat hier die Rangfolge. Angehörige Halbbruder. Also ein Halbbruder muss ich jetzt nie auswählen. Ich würde schon ganz gerne Gurnareme, weil... Was, der Hübsche? Ah, die sollen von Hübsche... Wir sind ja der Hübsche, stimmt ja. Der gilt auch als der Hübsche, aber ganz ehrlich, du hast halt beschissene Werte. Das generiert nichts. Und deshalb würde ich ganz gerne den mit Kriegsdiplom in allem gut ausgebildet. Den hier wählen. Der ein brillanter Stratege ist, Meister im Geländekampf, stolz, ehrgeizig, fleißig, gefräßig, gierig, egal. Der nicht verheiratet ist, komm, Gattin, du wirst jetzt verheiratet. Mit wem auch immer, wir haben niemanden. Das lässt sich bestimmt gleich korrigieren. Verliert ein Gold, kann ich mir lassen. So, du wirst verheiratet, wer bist du? Ist mir egal, du bist 17, alt genug, um zu heiraten. Außerdem brauchen wir noch ein Opfer im Zweifelsfall. So, Undurchbruch. Entschuldigung. Willkommen, hier ist ein Gold. Komm in unseren Hof. Ah! Undurchschaubare Intrigenspinner. Gefällt mir wohltätig, lüstern, hinterlistig, feige. Habe ich eigentlich schon eine Zweitfrau? Nein. Ich frage ja nur mal. Heiraten. Ja, guck mal. Klingt doch gut, oder? Die würde ein Prestige halten. Mhm. Dann. Ja, warum nicht? Klingt gut, die heiraten. So. Haben wir noch irgendwelche unverheirateten Spinner? Son Samas, der ist unzufrieden. Können wir dich verheiraten? Irgendwen. Andersrum. Ich will den bei mir stehen haben. Den hier. Könntest du mal bitte aufhören, den auszuwählen? Kein Charakter. Kann ich ihn auswählen. Ich musste mit jemandem aus meinem Hof starten. Was soll der Mist? Gut, dann mal verliehen. So, nochmal und jetzt. Nicht. Son Samas, danke. Nein, sag mal. Rechts, klick jetzt. Volle Besanche. Ich will aber jetzt nicht noch jemanden an den Hof einladen. Ein Kindern fehlt ein Vormund. Amira bin auf einer Terre, würde ich genau reden. Weißt du was? Du kannst schon mal beim nächsten Herrscher lernen. Kind ausbilden. Und zwar. Generäle. Moment. Tochter von meinem. Ja, ja, bin ich absolut einverstanden. Der ist kompetent, das ist klasse. Außerdem wird es Zeit, dass der mal ein paar Kinder in die Welt setzt, hier, unser Nachfolger. Schleunigst mit deiner neuen Gattin. Ihr seid beide gefräßig, gierig, ist mir egal, fleißig, ehrgeizig, stolz. Sie ist lüstern, macht Kinder und macht sie schnell.
More Incognitum, aha. Mhm. So, Pakte haben wir irgendwelche Teile, ja, was auch immer. Nicht Angriffspakt mit einer Kurtisane, das beruhigt mich. Nee, ist übertrieben. Dann greift er bloß irgendeinen großen Sultan an, der Biohazard, dem ist jeder Mist uns zuzutrauen, ne? Wählt eine Ambition. Was wollen wir denn? Reichtum, Verwaltung. König von Idrisat. Ich glaube, da haben wir ein bisschen was zu tun. Von dem hier, ne? Also. Frieden waren, hatte Bescheid. Also Verwaltung ist ja jetzt eher nicht so das Wahre. Ja, hast noch weiter zu tun, Kinder hast du ja schon. So. Wer ist denn jetzt quasi Regent? Meine Frau könnte zum Regenten werden, im Zweifelsfall. Von mir aus. Warum das werden sollte, ist mir egal. Und was dann passiert, wenn eine Frau in Stammesregierung, wo die Frauen ja eigentlich nichts zu sagen haben und so, ne? So, was Anhänger von Ayur, Intrigue und Diplomatie. Dieser Charakter ist der Freund von Ayur, der afrikanischen Mondgottheit und Erbringer von Führung und Weisheit. Mhm. Und du bist Anhänger von Bida, afrikanischen Schlangengottheit des Wohlstandes. Das gefällt mir. Ausgezeichnet. Wir brauchen viel mehr Wohlstand. So, jetzt müssen wir noch warten, bis der Heini kommt. Danke, wissen wir schon. Dumpfen war. Was? Macht mal ganz langsam hier. Das kann doch nicht sein, dass ich gerade erst anfange und schon sterbe. Kopfschmerzen. Okay. Das sind nur Kopfschmerzen. Kampffertigkeiten kurz vorm Krieg da. Ihr habt eure Ahnen und militärische Macht und Erfolg in der Schlacht. Mit dem passenden Opfer. Einäugig. Das klingt nie nach Kampffertigkeiten. 25 Gold. Ja, Götze wird nicht reichen. Für mehr reicht es im Moment nicht. Ich muss einen neuen Priester bestellen. Ah, endlich. Hermit, oberster Wahrsager, der Kollege mit Bildung. Mondliche Pietät 0,9. Das hätte ich gar nicht. Das sind noch viel weniger. Also Pietät. Punkte, Punkte, Punkte. Was haben wir denn an Pietät aktuell? Plus 1,09. Lüstern geht runter, Bildung steigt, Fanatismus fördert uns gut, Technologie plus 10%. Sehr schön, sehr schön. Noch mehr Titel? Ach, Hofarzt. Ja, bei der Bildung kann er das ruhig machen. Ne? Insofern, was geht das? Immer noch. Oh! Gott sei Dank haben wir gerade uns einen Arzt geholt. Was für ein Zufall. Was haben wir denn noch? Reagentenhammer? Mundschenk unwichtig. Befehlshaber? Das ist schön, dass ich den Text nicht mal mehr lesen kann, was da steht. Fehlzauber. Wen haben wir denn da? Oh Gott! Gib mir mal kurz irgendeinen. Ein Gold, damit kann ich gehen. Zeig mal, was bist du für einer? 9? Ach du Scheiße. Törichter Krieger. Muskulös, gerecht, geduldig, feige. Na super. Ja, von mir aus. Zumindest jemand, der sich bemüht. Er hat sich stets bemüht. Das ist immer gut in Zeiten des Krieges. Was gibt's hier jetzt eigentlich schon? Das war uns klar. Den ganzen Mist ist überflüssig. Das muss man gar nicht wissen. So. Da oben wird er anzeigen, was ist. Garin Gabas Gabas ist sicher, dass ihr die Krippe habt. Er gibt euch Anweisungen und besteht darauf, dass sie befolgt. Krippe? 903? Da bin ich der Tod. Toll, Voodoo-Zauber. Gerade erst übernommen, schon tot. Das kann ja was werden hier. Ja, Afnaterve der Hübsche. Dynastien. Wir, unsere Frau. Was denn jetzt schon her? Ich war immer davon ausgegangen, als Erster gehen zu müssen. Doch nun muss ich den Tod eines treuen Freundes betrauen. Das fröhliche Lachen von Amira. Die Zapplern, ja? Wird mir führen, wie auch ihr weiser Rat. Mir ist, als hätte ich einen zentralen Teil meiner selbst verloren und fühle mich so schrecklich macht. Wer ist das gewesen?
Kennen wir die? Schon wieder vergessen. Lasst uns auf sie anstoßen, genau. Ich will euer Mitleid nicht. Depressiv. Das muss nicht. Ach was, anstoßen, ja, das ist dort. Jawohl, das geht. Möglicherweise hatte ich schon ein Becher zu viel Intus, als ich mich zu einem anderen Gast am Nebentisch gesellte. Es dauerte eine Weile, bis ich realisierte, dass es sich dabei um Amma, einen Freund von Emira, handelte. Wir saßen lange zusammen und teilten trinken unsere Sorgen. Vielleicht brauche ich einfach einen neuen Freund? Na klar. Freunde kann man in Zeiten kurz vom Krieg nur brauchen. Was denn jetzt schon wieder? Ja klar, Corona-Schmerz, was sonst? Deputantin von Adeliger an den Hof einladen? Verwaltungsfragen, was hat man da für einen? Irgendwann werde ich es noch raus haben will. Verwaltung 13 geht ja gerade so noch. Neuen Großdivisier wäre nicht schlecht. Was? Abrahamische Schriftlesen? Philipp wird dann verfassen. Entwickelt Sympathie aus einer benachbarten abrahamischen Religionsgruppe. Verliert 50 PT. Aha. Hofjagd können wir uns leisten. Aha. Was haben wir denn? Krankheit behandeln lassen. Ihr habt die Grippe. Durchfall, Grippe, Kopfschmerzen, Schmerzen im Unter... Was? Im Unter... Jetzt wird's aber schlimm. Stopp. Wir lassen die Krankheit... Wieso kann ich die Krankheit nicht behandeln lassen? Wieso? Warum? Was soll das? Wurde in letzter Zeit nicht. Ich bin doch nicht behandelt worden. Lass das. Ah. Bitte tut uns alle nicht, solange ihr wisst, was ihr tut. Experimentelle Behandlung. Wollen wir jetzt schon Gonarema ranlassen? Der wahrhaftig nicht schlecht ist. Gerade geheiratet, keine Kinder. Klar, mein Leben liegt in eurer Hand. Ich meine die göttliche Fügung. Das Pulver war gelb und duftete köstlich. Was? Mit Bestürzung werdet ihr Zeuge, wie Garin Gabas es mit Schwefel vermengt und es über die noch lauwarme Gallenblase eines Bibers streut. Das Tier war an der Tollwut verendet. Am Maul des Kadavers befand sich noch Schaum, die Erkrankung somit unzweifelhaft. Wir werden Böses mit Bösem bekämpfen, Meister. Ich fühle mich fabelhaft. Erfolgreiche experimentelle Behandlungen. Kriegskunst, Intrige, Diplomatie. Krippe, Lüstern, Zornig, gibt es irgendeinen neuen Perk hier? Experimentelle Behandlung. Alter. Biber-Tollwut hilft gegen Krippe. Liebe Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Also nicht an einem toten Tier herumsabbern. Amira bindet Afnaterbis eine Folge. Sie ist ein brillanter Strateg. Oho. Wer bist du überhaupt? Unsere Tochter. Brillanter Strateg. Das ist das Schlimme. Bei jedem Tod eines Regenten müssen wir erstmal schauen, wer sind wir jetzt. Belagerungsführer, die Frau. Gütig. Geduldig. Tapfer. Gesellig. Also, kennen wir dich als wahrscheinlich immer. Ja, ja. Schon klar, aber Pause. Kennen wir... Monatsgehalt 0,8, wäre mir egal, aber. Nee, können wir Frauen nicht geben. Schade. Also, ich kann dafür nichts, das ist unsere Stammeskultur. Apropos. Erbteilung will ich nicht. Ich habe ja wahlweise Erbteilung geschafft. Na, hatte ich schon. Träger. Einer der folgenden Punkte muss zutreffen. Was ist dann so gemacht, haben wir alles nicht. Oder Ländereien des Häuptlings Träger, Haupttitel. Hat das Gesetz vollständige Anerkennung der Frau? Das wird dann wohl dauern. Egal. Wurscht. Wie viel Militär hätten wir denn im Zweifelsfall? Gucken wir doch mal in den Militärtab rein. 1500. Das sind 2000 dran. Immerhin. Aber Krieg führen können wir, ne? So, du warst unser Großvisier. Das ist genau der, den ich getroffen habe, oder? Haben wir Messer, sag mal. Ich will... Haben wir nicht mit... Verdammt, kriegen wir sowas her?
Mein Marschall Tabitha hat einige interessante Änderungen hinsichtlich des Trainings und der Ausrüstung der Soldaten vorgeschlagen. Er behauptet, eine plötzliche Inspiration sei über ihn gekommen. Ich bin sicher, das ließ den Ahn zu lange. 100 Milliliter. Ja, aber hallo, du wirst doch noch nie abgesetzt, mein Freund. Du scheinst ja doch nicht ganz so unfähig zu sein. Ist ganz klar, was diese Karte uns sagen will. Wir sind mittelalterlich. Haben wir uns lange überlegen. Mann, überall irgendwelche Sultanate. Ich wundere, dass wir nicht vorwärts kommen. Wir haben eine kleine Insel genommen. Das war klar, dass wir hier nicht vorwärts kommen. Ah, aber das Leben ist friedlich. Wir werden langsam alt und geduldig. Grippe vergeht irgendwann, die Lüsternheit nicht. Und unser Nachfolger, der zweite Sohn. Bist du immer noch nicht verheiratet? Das würde immer jemand besorgen, ja? Das kostet immer Gold. Dann hat er vielleicht eine Frau, die... Ach, was soll's, die mit Handeln machen? Arifa Arafit ist dann noch gut. Wer? Wer bist du überhaupt? Flüchtiger Schatten. Interessant. Intrige. Natürlich geben wir dir eine Frau, die gut in Intrige ist. Das wird immer schlimmer hier. Riese? Und wird wahrscheinlich jung sterben. Wie alt bist du? Macht nur 17. Du musst ja nur vorübergehend heiraten. Attraktionsmeinung plus minus 5. Mhm. Faul. Ehrgeizig. Was? Ehrgeizig und faul? Super. Gierig. Hinterlistig. Super. Guck mal, wie der Zufall so will, habe ich da einen. Tabitha ist auch noch nicht verheiratet. Können wir natürlich auch machen, warte mal. Wir können unseren Sohn, der auch nichts kriegt, heiraten. Aber wir nehmen erstmal den hier, damit alle glücklich und zufrieden sind am Hofe. Dann geht's. Ich muss da hier. So, Hof. Ist hier irgendjemand unglücklich? Wer bist du? Topaz. Halbschwester, wieso bist du so unglücklich? Kurtisane in was, wo? Linkshändig, kein Wunder, dass du unzufrieden bist. Hof in Lanzarote, kann man schien sein. Wie schön. Nun wieder zurück zu meinem Hof. Soweit sind alle glücklich und zufrieden, bis auf die Kurtisanen. Damit kann ich leben. Arifa Arafit behauptet, dass er ein besserer Hofspitzel als Stammesführer kann. Bla bla. Also meine Frau absetzen wäre jetzt vielleicht nicht die beste Idee, muss ich sagen. Dummerweise muss ich sagen, sie hat recht. Ist mir egal. Zack, Frau rausschmeißen. Und dann können wir diesen Hofspitzel, der uns auf den Wecker geht, gleich mal ganz weit wegschicken. Bitteschön. Also technisch, meine Frau ist jetzt wahrscheinlich nicht so gut zu sprechen auf mich. Ja, das war klar. Ach mein Gott. Das ist schön. Keine Grippe mehr. Und deswegen fühle ich mich voller Kraft, meine Frau in den Kerker einsperren zu lassen. Achso, Tyrann. Ja, gut. Gebe ich zu. Ist vielleicht ein bisschen blöd. Warte mal, was? Nee, ich will keine Pietät verlieren. Marschall Tabitha erzählte mir von seinen Ideen. Ich begriff eigentlich nicht, über was er redet, aber er war unerschütterlichen Glaubens daran, dass wir uns im Mittelfeld fassen. Militärische Technologie ist uns plus 100%. Bis Dezember. In 5 Jahren. Warum nicht? Der Wohlstand steigt. So, Übungsgelände. Freut mich. Kriegslager, Leichtinfanterie plus 80, Aufgebotsreserve, Garnisonsbrücke, Bogenschützen plus 15 immer gut. Moral der Armeen. Verstärkungsgrad ist gerade. Geh weg hier! Eins nach dem anderen. Leichte Kavallerie, Moral, leichte Kavallerie, bla bla. Berittene Bogenschützen plus 17 und Kavallerie. Alles nicht so ganz Übungsgelände, komm. Jawohl. Kostet nur Prestige. Meine Gemütsschwankungen, meine Wutanfälle werden schlimmer. Ich schlafe zu wenig und mache mir andauernd Sorgen. Worüber? Wieso bist du gestresst? Du bist doch gerade erst Herrscher geworden. Meine Güte, erst wird er krank, dann ist er gestresst. Ich glaube, die Behandlung hat uns nie geholfen. Das muss an dem Biber liegen, das sind die Nachwirkungen. Ich hab euch gesagt, keinen tollwütigen Biber kauen, aber nein.
dieser westafrikanischen Stimme. So, oh, das war böse. Ja, wie sieht's aus? Haben wir einen Anspruch auf die, oder? Haben wir irgendwelche... Wir gucken uns mal das hier an. Eigentlich interessiert mich ja nur das hier. Marrakesch, aha. Dazu zählen wir aber nicht. Quad-Emirat auch nicht, danke. Und wenn das halt ein bisschen Wasser hat, gleich auch nicht. Jesus Christ, wem gehört denn hier Wasser? Blick mir gar nicht mehr. Wem gehört das hier? Machen wir so. Ich bin gleich bei euch, was auch immer ihr mir sagen wolltet. Was tust du? Warum willst du mich töten? Was? 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 Ich gucke mir gleich an, wen ich unterwerfen kann. Aber erstmal muss ich gucken, hier will mich jemand töten. Intrigen. Du willst mich also töten. Darf ich fragen, warum? Weil der Sohn Erbe, weil der Mann ihr Erbe will. Gute Frau, du bist zwar, nur mal so ganz dezent, in Intrigen nicht schlecht. Aber wenn du das nie sein lässt, gibt's Ärger, liebe Dame. So, nee. So, weiter geht's. Nee, jetzt nicht. Nee, sowieso nie. Habt ihr eine Waffe? Schwache Ansprüche. Ländereien des Häuptlings von Gubier? Was? Wieso kann ich dieses Land jetzt, Großhäuptling Salim? Wieso? Oberster Wahrsager von Kanage. Ach so, ja, für Gobir beanspruchen. Und dann kriegt der das. Ein Titel höherer Stufe hält und aus derselben Situation hält. Bin ich nicht. Ja, dann kriegt der das davon, will er nicht. Wie viele Soldaten hast du in deinem ganzen Reich da? Also du hast grundsätzlich 935. Der Regent hat 813. Soll ich euch jetzt mal was sagen? Ich könnte Krieg führen. Und zwar gar nicht mal so wenig. Wenn wir verlieren oder Frieden schließen, verlieren wir die Pietät. Von Hausa starten. Was gehört denn dir überhaupt? Denn der Reihenfolge von Sama irgendwas? Deine. Okay, was hast du noch offiziell? Denn der Reihenfolge von Gubia. Das könnten wir dann an dem Typen verschenken, dann sind wir den aber los, das werden wir also nicht machen, verständlicherweise. Nachschub 8,4, aha. Was gibt's denn hier? 9, ich hab keine Ahnung. Ich meine, das Nachschublimit, das muss mir. Den Krieg zu erklären ist natürlich absoluter Wahnsinn, aber. Zumal mit den ganzen Vasallen, von denen wir nicht wissen, wie viel die noch an Militär haben. Aber ich denke, das erfahrt ihr erst in der... nicht so weit immer. Aus der nächsten Folge, weil ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. und ja, Söldner können wir uns, glaube ich, in dem Sinne nicht leisten. Brauchen wir nicht gucken. Merkt man ja schon, ist ein bisschen teurer. Selbst für ein paar Handvoll. Ist schon teuer. Hier noch nichts zu sagen. Flotten marschieren, rüber, zack, Flotten sofort wieder deaktivieren und dann... Biohazard, wie wäre es denn mit einem Bündnis? Der hat eine negative Meinung, verstehe ich gar nicht.
Nein, wieso nicht? Politische Form verstehe ich gar nicht. Was hast du denn da? Den Krieg hat beim Bios. Ich denke mal, dass es demnächst Krieg geben wird. Schneller als ich gedacht habe. Und vor allem ganz woanders als ich gedacht habe. Was will ich da unten mit Gropio? Ich könnte natürlich auch Unterwerfung oder so ähnlich, ne? Die Hauserstaaten. Will ich da unten rumfuschen? Zentralafrika, naja. Ist das eine gute Idee? Könnten wir das wirklich machen? Ich weiß es nicht, aber ich denke, wir werden es tun. Aber das sehen wir erst beim nächsten Mal. Bis dahin, Xenoth!